Nachdem in unserer heutigen Sitzgesellschaft die erste Pilates-Übung schon eine Schwierigkeit darstellt, meistens die 100, gibt es ein paar einfache Übungen, um den Körper aufzuwärmen, um ihn zu mobilisieren, um schon stabilisierende Maßnahmen zu setzen, um ihn zu kräftigen und auch gleichzeitig ausbalancieren, bevor die Übung 100 kommt. Wir atmen tief und liegen flach auf der Matte. Du füllst deine Lungen und du leerst deine Lungen. Wir öffnen die Beine und wir schließen sie. Du öffnest mit Außenrotation, du schließt mit Innenrotation. Du versuchst weiter ruhig zu atmen und den Brustkorb schwer werden zu lassen. Beine drehen nach außen und drehen nach innen. Dann lass du ein Bein zu dir gleiten und langsam wieder weg. Anderes Bein gleitet zu dir und verlängere es, während du die Bauchmuskeln vertiefst. Zieh die ganze Zeit die Wirbelsäule lang und stabilisiere die eine Seite, während die andere bewegt. Die Arme können sanft in die Matte drücken, die Schlüsselbeine bleiben weit. Die Krone des Kopfes zieht nach oben und die Beine gleiten abwechselnd aus einer starken Mitte. Du liegst mit geschlossenen Beinen auf der Matte und hebst einen Arm und beugst das gegenüberliegende Bein. Dann wechselst du. Ein Arm hebt, das andere Bein beugt. Stabilisiere deine Mitte, während Beine und Arme gegengleich arbeiten. Der Arm geht nur so weit nach hinten, wie das sich gut anfühlt, wie der Oberarmknochen schwer in der Schulterpfanne bleibt. Füße gleiten locker, Arme wie gegen einen Wasserwiderstand, als ob du rückwärts schwimmst. Vertief deine Bauchmuskeln, verlängere die Wirbelsäule. Ruhiges Atmen, um den Brustkorb zu stabilisieren. Schau, dass sich der Brustkorb nicht verdreht mit Arm- und Beinbehebung, Arm- und Beinhebung, sondern dass der ruhig bleibt. Für die nächste Übung stellst du die Beine hüftgelenksbreit auf. Es ist unsere Shoulder Bridge. Du hast lange Arme, drückst die Füße in den Boden und rollst die Wirbelsäule mit einer Bewegung, die das Schambein Richtung Stirn kippt, nach oben. Kopf bleibt schwer. Selbe Bewegung rollt die Wirbelsäule, den Brustkorb, das Becken wieder nach unten ab. Du kippst das Becken und rollst es Wirbel für Wirbel weiter auf und du kippst auch das Becken beim Runterrollen. Du kannst das 6 bis 8 Mal machen. Das Becken macht eine Schambein Richtung Stirnbewegung beim Aufrollen, eine Schambein Richtung Stirnbewegung beim Abrollen. Du kannst das Ganze auch mit einem neutralen Becken machen und es hebt sich das Becken als Einheit ab und senkt sich als Einheit wieder runter. Langer unterer Rücken. Ruhiges Atmen. Setz deine Füße ein, setz deine Arme ein, setz auch dein Hinterhaupt ein. Für die nächste Übung hebst du vom Unterbauch den Kopf, legst deine Hände aufs Hinterhaupt übereinander und liftest den Oberkörper, während du ein Bein nach dem anderen nach vorne gleiten lässt. Du atmest ruhig in die Rippen, in die Seiten,
in die Länge der Wirbelsäule hinein, während ein Bein nach dem anderen von dir weggleitet, der Kopf wie in einer Hängematte liegt und der Oberkörper über die Rippen, über den Brustkorb hochkommt. Wir lassen dann beide Beine nach vorne gleiten und wieder her. Wenn die Beine vorgleiten, reagiert das Becken mit Schambein Richtung Stirn. Wenn du sie herziehst, musst du ein Schambein Richtung Bodenbecken machen. Die nächste Übung entspricht dem klassischen Crisscross. Du hebst den Oberkörper an, hast die Hände am Hinterhaupt übereinander gelegt, Füße stehen hüftgelenksbreit und du drehst den Brustkorb zum gegenüberliegenden Knie, während das andere Bein sich ausstreckt. Du betonst die Länge der Wirbelsäule, indem du den Kopf nach hinten in die Hände drückst. Bein gleitet weg von dir, Unterbauch vertieft.